Gold im Mund. Jo, und mit diesen Worten herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht um die Lisa von Lübeck. Ja, das habe ich von einem meiner vielen Abonnenten bekommen. Zuerst war es einfach nur eine Hansekogge, ein Museumsschiff von einem Privatmuseum, was richtig runtergekommen war. Taglage war kaputt und so weiter, aber das kennt ihr alle schon. Und ich habe den Restaurierungsauftrag bekommen. Und das habe ich gerne gemacht. Und das hier ist jetzt das Endergebnis. Am Dienstag habe ich einen richtig langen Livestream von fast 3,5 Stunden gemacht und habe die Lisa von Lübeck, wie sie nun heißt, das haben wir alle rausgefunden, fertiggestellt. Mit allen Tampen, Strippen und so weiter. Ich habe jetzt zweimal noch über das Schiff rüber geguckt, ob da noch irgendwo Zippelchen dran waren. Ganz zum Schluss habe ich jetzt noch die beiden Flaggen fertig gemacht. Ja, ich gehe gleich mal mit euch eine kurze Reise hier über das Schiffchen und dann soll es wieder in seinen Ursprung wieder zurück. Es hat mich gefreut, dieses Schiffchen zu bauen und ich hoffe, es hat euch gefreut, mir dabei zuzuschauen. Ging ja eigentlich recht schnell und sind ja auch nur zwei Videos waren das, glaube ich, nur. Aber das war doch schon intensiv. Ich habe ja auch den Bauplan schon davon bekommen, deswegen bin ich überhaupt auf diese Spur gekommen. Und ja, für kurz oder lang werde ich wohl dieses Schiffchen irgendwann in meiner Rente noch einmal bauen. Das passt gut zu meiner Wappen von Hamburg. Jetzt einmal ganz kurz die Nahaufnahmen für dieses, über dieses Schiffchen und dann gaddert los. Ja, ich möchte euch jetzt einmal zeigen, wie ich meine Segel sozusagen färbe. Hier habe ich zum Beispiel jetzt das Segel schon umsäumt, genäht und so weiter, hier die Nähte. Und ich habe hier einen feinen Draht eingesetzt. Und zwar nur an den Seiten und hier unten. Das seht ihr auch, dass es schon leicht gewölbt ist. Ja, den Lübecker Adler habe ich hier oben auch schon drauf genäht. Also erst geklebt und dann leicht angenäht, so mit 1-2 Stichen. Und da kommt nachher noch, wenn ich fertig bin mit Tauchen, das Wappen rauf. So, als erstes brauche ich hier meine Brühe. Das ist nun schwarzer Tee und da habe ich Holzleim ein bisschen mit reingetan. Und dann brauche ich natürlich irgendein Handtuch und ich brauche so eine runde Schüssel. Das werdet ihr alles sehen. So, als nächstes werde ich jetzt einfach das Segel hier jetzt so eintauchen. Ich habe das zwar jetzt schon an der Rad dran, aber das ist ja auch nur, dass ich das besser rauskriege. So, und dass sich das alles schön verteilt, mache ich das jetzt richtig schön so in der Suppe hin. Jetzt stelle ich das mal so ein bisschen beiseite, ohne dass es mir über Bord geht. Und jetzt kommt mein Tüchlein hier rüber. Das ist, dass sich da sozusagen ein bisschen die Wölbung des Segels noch mehr rausbekomme. So, und dann lege ich das einfach hier oben drüber und drücke das so ein bisschen fest. Ja, und dann können wir auch schon das Segel, nächste Segel nehmen, das Gaffelsegel. Das wird jetzt hier auch eingetüncht. Und der Leim, wenn der nachher getrocknet ist, das wird ein bisschen so sein, dass der eben halt die Form der Messen behält. Hier habe ich zum Beispiel kein Draht drin. Und darum lege ich das hier so ein bisschen an die Kante. Und da kann ich dann auch so ein Tuch noch rüberlegen. Dieses Tuch ist eben halt auch nur dafür da, dass es ein bisschen die Feuchtigkeit aufnimmt und das nächste Segel nicht irgendwie vernässt oder vernascht oder wie auch immer. So, dann habe ich hier das Focksegel. No, hier auch schön angenäht und so weiter. Hier mit dem Reffband. Die Reffbänsel, die kommen ja auch noch später. Und dann ziehe ich das hier wieder durch. Durch meine Pampe hier. Das seht ihr jetzt momentan gerade nicht. Und dann lege ich das Segel so hier oben drüber. So. Und dann
packe ich da ebenfalls noch ein Tuch rauf, dass es auch nach oben hin alles schön aufnimmt. Jo, jetzt habt ihr das einmal so gesehen. Das lasse ich jetzt schön durchtrocknen. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, da haben wir die Lisa von Lübeck. Wie gesagt, das ist ein Hanseschiff um 1470. Passt also auch in die Zeit des berühmten Klaus Störtebeker. Und was habe ich alles dort ersetzt? Also der Rumpf ist alles so geblieben, wie es gewesen ist. Und ich habe alles bis auf den nackigten Rumpf und die ganzen Decks alles abgebaut. Das Einzige, was ich stehen gelassen habe, das waren die Masten. Und habe das dann alles schön mit Seifenlauge abgewaschen und habe es dann mit Beize einmal übergetucht, also die Beize auf ein Tuch und dann sozusagen das Schiff damit abgewischt und danach das Ganze nochmal mit matten Klarlack auch wieder aufs Tuch rauf und dann eingerieben. Weil der Alterszustand, also die sogenannte Patina, die wollte ich eigentlich dem Schiff erhalten. Ich habe auch insofern vieles verbaut von den Erbauer oder von den Ersterbauer und das war auch die Vorgabe meines Auftragsgebers und das habe ich auch alles verbannt. Was ich jetzt noch wieder erneuert habe, das sind hier die Fässchen, die habe ich dazu gemacht, weil die auch auf dem Bauplan drauf waren und das zweite Beiboot. Ja, das ist so ein bisschen aus meinem Fundus gewesen und ja, dann habe ich hier die ganzen Takelage habe ich in einen hellen Garn gewählt, so wie beim Adler von Lübeck. Habe dort zwei verschiedene Tauchstärken genommen und ja, habe es dann nach dem Bauplan getakelt. Hier die ganzen Blöcke und auch die ganzen Jungfern, das war alles von der Erbauer und auch die Wanden sind noch die ganz alten. Dann habe ich noch hier die Wappen alle neu gemacht. Ich habe die Flaggen neu gemacht und ich musste den Niedergang dort hinten in der Ecke auch neu machen. Was ich zusätzlich gemacht habe, was nicht im Bauplan drin ist, das ist hier ein Geländer für, also eine Reling für den Niedergang. Ich habe mir gedacht, wenn da kein Niedergang, wenn da ein Niedergang ist, dann muss ja auch irgendwie ein Geländer, weil sonst fallen die Matrosen die alle rein. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ist dort vorne eine kleine Greting in den sogenannten ja, Kettenkasten oder Ankertaukasten. Da wurde beiden Ankertauer reingehen. Und zwar einmal von dem Hauptanker hier und von diesem kleinen Fallanker, den ihr da vorne seht. Es ist alles so getakelt, wie es auf dem Bauplan ist. Und auch diese kleinen Tönnchen, die waren mit dabei. Ich nehme mal an, dass dort einer drin gewesen ist und die Geschwindigkeit oder vielleicht die Tiefe von den Gewässern, weil die Koppen sind ja auch ziemlich viel an Land gefahren oder in der Nähe vom Land. Und da mussten sie dann wahrscheinlich aufpassen, dass sie nicht auf Sandbänke auflaufen. Was das genau ist, kann ich leider nicht rausfinden, aber das wäre entweder war das Geschwindigkeit oder eben halt Tiefenmessung. Ja, was diese Töpfchen an sich haben, das weiß ich leider auch nicht. Ich schätze mal, das ist irgendwie Munitionstransport und so weiter nach oben. Und das habe ich auch so hingekriegt, dass man das beweglich halten kann. Bei einem Modell braucht man das ja auch nicht. Weil hier oben auf dem Bauplan stehen nämlich Mannequins und eigentlich sind auch noch die ganzen Enterhaken und Bajonette und so weiter waren dort aufgestellt und Lanzen im Bauplan jedenfalls. Und da war auch jeweils ein Matrose oder ein Mensch oder Soldat mit da drauf. Aber ich habe leider keine passenden Figuren gefunden, sonst hätte ich die vielleicht noch mit dazu gebaut. Ja, ansonsten finde ich, ist die Adler und Lübeck ein schönes Schiff. Eigentlich recht einfach gehalten. Und ich sag mal so wie ungefähr auch die Santa Maria oder sowas. Nur mit drei Masten und mit drei Segeln. Übrigens, dieses Schildchen hier vorne habe ich auch erneuert. Und ja, insofern dem Schiffchen so ein bisschen neuen Glanz verliehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, auch für die nächsten Projekte, dann könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren oder auch Mitglied werden. Ich sage dann erstmal Tschüss und Ahoi aus Eddys Modellwerft.